Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute geht's weiter mit unserer kleinen Stadt und ich konnte leider den Streamtitel nicht ändern. Der sollte eigentlich heißen, Balduhausen ist bald so gut wie fertig. Oder bald fertig, Baldu fertig, irgendwie so. Und zwar denke ich mal, heute noch und ein nächstes Mal noch und dann muss die Stadt fertig sein. Ich schalte mal nochmal hier das hier aus. So ist es immer am schönsten. Hier ist unsere verregnete Stadt. Wir haben also ausgehalten hier bis zum bitteren Ende. Naja, noch nicht ganz. So, was gibt es sonst noch zu erzählen? Mir fällt erstmal nichts weiter ein. Ja, gerade eben habe ich nochmal überlegt. Also meine Highlight-Videos auf YouTube, die dauern immer mega lange. Ne? Oft 2 Stunden oder 3 Stunden, um die zu machen. Ich muss mir natürlich alles irgendwie doppelt und dreifach anhören. Manchmal komme ich auch nicht dazu, es anzuhören. Und was mir halt aufgefallen ist bei dem einen Video, ne, da habe ich ja einmal gehustet. Normalerweise mute ich mich ja immer. Und bei dem Highlight-Video habe ich es leider mit reingeschnitten. Ne? Also ich habe euch da nicht mit Absicht das reingeschnitten. Da huste ich tatsächlich einmal ganz laut. Das ist natürlich blöd. Ansonsten auch mit den Schnitten und so. Ich muss natürlich immer hoffen, dass das gute Schnitte sind. Ich versuche es oft. In dem Spiel ist es jetzt nicht so leicht. Damals habe ich immer probiert, so zwischen den Songs zu schneiden, dass man da nicht irgendwie erschrickt oder irgendwas. Ich habe aber auch letztens mal überlegt, wie andere Videos so zusammengeschnitten sind. Und die sind eigentlich auch immer sehr wild zusammengeschnitten. Und eigentlich können wir das ab, wenn da solche Schnitte sind. Gut, ich gebe mir da auf jeden Fall immer alle Mühe. Ich bin total happy auch. Habe ich mir auch letztens überlegt, dass es überhaupt bei Twitch so gut geht. Sonst hätte ich da mit riesen Schwierigkeiten. Wüsste ich gar nicht, ob ich da so eine Highlight-Videos machen könnte. Deswegen am Anfang meiner Streamer-Zeit, da habe ich ja auch überhaupt nicht sowas gemacht. Vielleicht hätte ich sonst nur ab und zu mal so ein komplettes Video hochgeladen. So, genug davon. Hier ist unsere wunderbare Stadt und ich glaube, wir sind kurz vorm Frühling, dann wird es wieder ein bisschen heller. Also in der Hinsicht ist die Map nach wie vor eine Katastrophe. Es ist immer sehr duster. Und ich habe gestern ein bisschen weiter gezockt, ich habe es aber auf langsamer Geschwindigkeit weiterlaufen lassen, aber man sieht schon, manche Häuser sind in der Zeit ein bisschen abgegradet. So sieht der nächste Upgrade von den Häusern aus. Da bin ich ja auch mal gespannt, da kann ich auch noch kein endgültiges Urteil fällen. Aber so wie es aussieht, ist es halt wirklich schade, dass man sowas nicht sichern kann. Und am Ende sind natürlich alle Häuser komplett abgegradet und alle in einem einzigen Stil. Ansonsten sieht das ja eigentlich auch ganz lustig aus hier. Das sieht ja schon wesentlich besser aus als diese erste Variante. Das sind diese Wohnhäuser, wo ich beim letzten Mal noch hier Witze gemacht habe, dass da möglichst viele Finnen reinpassen müssen. Das ist ja auch ganz niedlich hier. Passt zwar nicht zu den anderen dazu, super niedlich. Hier sieht es auch aus, als wäre da ein Laden unten drin. Das sind aber, doch, das sind ja die, genau, das sind ja die Gebäude mit den Läden unten drin. Was haben wir da Schönes? Also viele Details finde ich auch sehr schön. So, tatsächlich ist dann gestern es passiert, dass noch ein Haus freigeschaltet wurde. Das werden wir jetzt mal aufstellen. Ich hatte schon gestern kurz überlegt. Wir haben ja hier eine relativ einfache Gegend und vielleicht setzen wir das hier mit rein. Das ist ein Gewerbegebäude, ein Bürogebäude. Wo hat es sich versteckt hier? Ist relativ groß und wir haben hier so eine Lücken, wo wir später nur noch Bäume hinpflanzen können. Also ich würde sagen, ja, entweder hier komplett so in die Mitte. Man könnte es natürlich auch hier hin tun. Da ist die Lücke dahinter aber nicht ganz so groß. Also ich denke wirklich, hier wäre es am schönsten. Wir müssen es uns natürlich erstmal angucken. Vielleicht machen wir es mal so, dass nur diese beiden Häuser draufgehen. Zack. Wollen wir doch mal gucken, was das für ein Klopper ist. Hat einen komischen Namen, hat lauter positive Werte. Ja, und hier ist alles nach wie vor. Wir haben jetzt über 200.000 Einwohner, 205.000 inzwischen. Die 2 Millionen sind tatsächlich hier die Grenze an Kohle, die man haben kann. Und da dachte ich mir schon, na dann,
nehmen wir doch den der Bevölkerung die Steuern weg. Keine Steuern mehr. Und dann gucken wir mal, was das für Auswirkungen hat. So, was halten wir davon? Ist es ein besonderes Eckhaus? Naja, also auf dieser Seite könnte man es an eine Ecke bauen. An eine Straßenecke. Es ist aber eigentlich auch ganz schön so mittendrin. Es ist sehr unsymmetrisch. Hat ein paar Pflänzchen mit dabei, sehr schön. Ja, grundsätzlich ganz schön. Wir gucken mal vom Weiten, wie das, was das für eine Wirkung hat. Und ich würde sagen, es hat eine super coole Wirkung. Hier können wir schon so ein bisschen einberechnen. Das haben wir heute vor, ne? Hier kommen überall noch solche Häuser hin. Dann werden hier die Reihen auch richtig geschlossen. Hier machen wir so einen Block europäische Häuser. Dann gucke ich mal nach, wo die Steuern versteckt sind. Mal schauen, ob ich die finde. Ja, hier, Besteuerung. Und ich würde sagen, bei den anderen lassen wir es so. Ich habe mir auch überlegt, also man sieht jetzt hier dran, man kann nicht die einzelnen Häuserchen besteuern, obwohl doch hier. Man kann die einzelnen Bildungsstufen besteuern. Die Unausgebildeten weniger steuern. Naja, kann ja nur gut sein, wenn wir die alle jetzt hier... Zack. Lol, wir geben ihnen sogar Geld. Naja, meinetwegen. Oh, guckt mal. Wir machen Minus. Oh, wir machen richtig Minus. Naja, gut. Wir lassen es mal kurz so laufen. Und ich hoffe, es hat positive Eigenschaften. Gleich geht alles kaputt, ne? So, hier drüben sind wir im Grunde genommen am Weitermachen und ich habe schon so ein bisschen angefangen. Hier sollen im Grunde genommen kleine Reihenhäuser hin. Das sind unsere kleinen Reihenhäuser und ich will sie halt so bauen, dass sie nicht viel Platz haben. Jetzt sieht man schon hier, ist auch ganz niedlich, sie haben gerade mal hinter sich so Platz für einen Sonnenschirm. Soweit ich aber weiß, graden die nochmal ab und werden nochmal ein kleines Stückchen dicker. Ne, wenn man das so baut, dann haben sie auch nicht so viel Platz nach vorne hin. Andere Gebäude derselben Art haben oft einen größeren Vorgarten. Und das wollen wir hier mal ausprobieren. Ich gehe mal mit euch nach vorne. Hier sind auch wieder Fußgängerwege. Ganz am Ende, aber ich denke mal, das schaffen wir erst beim nächsten Mal. Soll dann hier eine Straßenbahn durchfahren. So, und hier habe ich noch weniger Platz gelassen. Man sieht... Da geht ein bisschen was verloren. Die haben jetzt hinter sich auch solche Läden. Also sie würden tatsächlich auch schön aussehen, wenn man direkt dahinter eine Straße hätte. Die sehen komischerweise so aus, als wären sie nochmal abgegradet. Also ich will eigentlich, weil die haben nicht so viel Platz, ne? Die haben noch ein Feld weniger Platz, können sich noch weniger upgraden. Oh, jetzt sind sie da hinten weggematscht. Und deswegen möchte ich eigentlich lieber diese Fläche hier. Da haben sie noch ein bisschen mehr Platz nach hinten hin. Und ich gehe davon aus, dass die sich noch nach hinten so weit upgraden, dass sie aneinander kommen. Und dann möchte ich lieber hier an den Seiten noch solche Ecken, wo diese ganz klein stehen. Okay, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an. Wir haben natürlich vor, das auch so schnell wie möglich dann auf Höchstgeschwindigkeit laufen zu lassen. Also das da vorne werden wir dann gleich nochmal richtig auflösen. So, gebt uns mal hier die Fußgängerstraße. So, jetzt habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Also ich habe ja schon beim letzten Mal rumgemeckert. Also dass die Kohle hier ein Limit hat... Ich kapiere es nicht, weil sowas ist grundsätzlich blöd. Ne, man hat dann so das Gefühl, in dem Fall, ist man jetzt fertig oder was? Und das ist ja kein Spiel, in dem man jetzt unbedingt, vor allem in so kurzer Zeit, auch das Gefühl haben sollte, fertig zu sein. Und das
Kann ja wohl nicht wahr sein. Fängt hier gleich wieder gut an. Riesenlücken. Es hat aber meistens einen Grund mit den Riesenlücken, ne? So ungern, wie ich es zugeben will. Jetzt sieht man nämlich hier zum Beispiel, dass das nicht so snappt, dass hier diese Vierecke, das muss halt genau auf so ein Viereck snappen. Und anscheinend habe ich hier so ein wildes Ende gemacht, dass das hier gar nicht möglich ist. Reißen wir mal noch was ab. Dann gucken wir mal nach, ob das hier besser ist. Immer noch nicht. Na, sag mal. Müssen wir die ganze Straße nochmal bauen? Na, dann bauen wir die mal und bauen sie gleich bis nach hier vorne ran. Können wir auch sehen. Ich habe hier so einen Park reingebaut. Ich habe auch dieses Ding. Das ist ja das Ding mit dem Hubschrauber. Das habe ich darüber gesetzt. Das war, glaube ich, vorher hier drin. Also ich habe ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich werde euch das gleich noch zeigen. Das sind aber nicht so eine großen Veränderungsmaßnahmen. Es ist jetzt nicht euer Ernst. Wir müssen hier wieder mit dem Super-Trick anfangen. Dafür schaltet man das... Ich kann es ja kurz mal zeigen. Also es ist jetzt so... Das jetzt snappt es hier nur so in diesen Zwischenräumen. Und ich möchte aber eine Straße eigentlich, die hier an den Häusern vorbeigeht. Ne? Hier ist zu nah an den Häusern. Es wäre genau die Mitte hier. Will ich aber nicht. Ich will genau so, dass hier 6 Dinger sind. Und das geht jetzt nur, indem ich doch das hier wieder einschalte. Das Doofe ist aber, das schalte ich eigentlich immer aus. Aber man kann jetzt hier raufklicken, wenn es eingeschaltet ist. Jetzt komme ich hier zu diesem Punkt, ne? Zu dem ich vorher nicht kam. Ich könnte jetzt in diese Richtung bauen. Es ist aber immer besser, wenn man es dann wieder ausschaltet. Weil dann sonst orientiert sich das noch an hier, an diesen Vierecken, die hier vorne sind. Oder was weiß ich, an Vierecken, die komischerweise hier drüben irgendwo sind oder so. Und so mache ich das immer. Um solche geschlossenen Ecken hinzukriegen. Jetzt ist noch die Frage, ob das jetzt noch klappt. Müsste aber eigentlich. Rums, sehr schön. So wollen wir das. Lol, ich habe hier die falschen hingebaut oder habe ich die noch nicht ausgetauscht? Kann sein, dass ich die noch nicht ausgetauscht habe. Also das ist jetzt nur an diesem Zeichen hier zu erkennen. Und das wäre auch so eine Sache, da würde ich den Entwicklern sagen, das reicht nicht. Da muss hier hinter noch EU stehen oder was weiß ich, NA. Jetzt muss man hier gucken. Ich meine, klar, es ist mir auch aufgefallen. Die sehen ja gar nicht europäisch aus. Also hier war ich anscheinend noch nicht so ganz fertig. Das bedeutet, wir werden die jetzt hier auch noch austauschen. Bums. Weg mit euch und dann sollen die auch schöne große Häuser bauen, nicht sowas hier. Jawohl. Jetzt war ich mir aber nicht sicher, ob das abgegradete waren. Okay, hier hinten tatsächlich haben wir die Häuser noch in amerikanisch. Da lassen wir es so, weil die Ecke hatte mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Hier stehen immer noch unsere lustigen Häuser, auch vom Anfang. Die brauchen halt super lange zum Upgraden. Ich habe hier noch ein paar Parks reingebaut. Hier ist zum Beispiel ein kleiner neuer Park. Kleiner Winzlingspark. Mit einem kleinen Klettergerüst. Also das ist schon sehr schön gemacht. Wenn da mal die Sonne scheint in unserer Stadt. Dann hatte ich auch gestern ein Riesenproblem. Habe ich auch schon von anderen gehört. Können wir mal gucken, ob das heute immer noch so ist. Und zwar, als ich hier die Straßen verändert habe, da hat sich hier ein unfassbarer Staub gebildet und der hat sich nicht mehr aufgelöst. Da habe ich dann kurz die Zebrastreifen verändert und so hat er sich dann wieder aufgelöst. Da standen dann auch die Leute, die hier langgelaufen sind. Stand hier eine riesen Masse an Leuten rum. Sowas sollte natürlich nicht passieren. Wir müssen mal ein bisschen die Straßen abchecken. Nicht, dass das hier noch irgendwo so ist. Riesiges Verkehrschaos, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Okay, dann würde ich sagen, sind wir nahezu bereit für die Höchstgeschwindigkeit. Warp-Geschwindigkeit. Jetzt habe ich gerade noch überlegt, wollen wir vorher hier noch ein paar Bäume pflanzen.
Also ich will sowieso mit euch noch ein paar Bäume pflanzen. Aber wir wollen Höchstgeschwindigkeit. Fragt mich nicht warum. Vor allem, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass hier ein paar von den Hochhäusern mal komplett upgraden. So, dann zeige ich euch mal, was ich noch gemacht habe. Also ich habe hier so ein paar Häuserchen, Straßen neu gebaut und das ein bisschen perfektioniert hier hinten auch. Währenddessen habe ich aber auch hier hinten noch ein paar mehr Häuser angepflanzt. Also hier glaube ich, oder hatten wir das schon zusammen? So, dann war es auch so, dass hier glaube ich auch noch ein Park gefehlt hatte. Ich habe hier glaube ich noch einen Park reingebaut. Bin ich jetzt aber gerade auch nicht so sicher. Auf jeden Fall gefällt mir das schon sehr gut. Jetzt haben wir hier so eine Ecke mit größeren Häuserchen. Okay, das habe ich hier gemacht und dann habe ich noch den Berg weggenommen. Hier vorne war ja der Berg der erste. Jetzt ist er weg. Und stattdessen habe ich hier selbst so ein bisschen angeschüttet. Hier führt im Grunde genommen unsere Bahn rüber. Und ich habe auch auf diesen Hügel schon Bäume gepflanzt. Die sind noch winzig klein. Die habe ich gestern ganz zum Ende noch gepflanzt. Und da müssen wir mal schauen, wie das am Ende aussieht. Also die Bäume müssen erst so ein bisschen größer werden. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, wie die Entwickler es geschafft haben, solche Berge zu machen. Also sowas habe ich nicht mal ansatzweise irgendwie hingekriegt. Würde ich sagen, ist mit diesem Tool verdammt schwer. So, aber ich denke, dass das hier auch ganz schön aussehen könnte im Endeffekt. Und hier habe ich auch schon überall es so ein bisschen ungleichmäßig wie Berge gemacht. Und die werden wir jetzt mal bepflanzen. Genauso wie den da drüben, dass wir nachher am Ende hier ein paar schöne große Bäume haben. So, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das auch so mache wie bei dem anderen Berg. Eigentlich wäre es gut, wenn wir unterschiedliche Baumvarianten wählen würden. Oh je, Mini. Was soll das denn? Das war so nicht abgesprochen. Was haben sie denn jetzt hier vorne hingebaut? Ach, das ist ja niedlich hier. Gefällt mir besser als diese Klöpse. Aber wir müssen mal gucken, was aus diesen Klöpsen später noch passiert. Das hier ist richtig schön. Ein kleines Mini-Hochhaus. Was aber doch schon auch relativ hoch ist, ne? So, wir können uns auch mal die Ecke hier vorne angucken. Da hatten wir ja hier so ein paar Häuser hingepflanzt. Ja, die haben immer sehr große Lücken zwischeneinander. Hier steht unsere Supervilla, also unser Megahäuschen. So, das hier haben wir einfach nur so hingepflanzt. Hier haben wir die Häuser drinne. Eins davon macht, was es will. Dieses hier. So, und das ist im Grunde genommen nur ein Test, ne? Was vielleicht gut aussehen könnte. Also was wir jetzt schon sagen können, ist, also so eine lange Reihe davon sieht blöd aus.
Ne, das könnte man vielleicht mit den größeren Häusern machen. Hier hinten zum Beispiel. Das ist durchaus, finde ich, eine anständige Größe, die kann man machen. Und hier haben wir doch die Nummer größer hier hinten. Da stimmen aber die Gebäude noch nicht so richtig überein. Ich gucke mal kurz nach, welche Stufe die haben. Eine Stufe fehlt ihnen noch. Und den hier auch. Bin ich ja mal gespannt. Okay, weiter geht's. Also jetzt fangen die auch an, Stress zu machen. Und jetzt ist auch so eine Phase, da machen die hier hinten auch wieder Stress wegen hoher Miete. Überlappende Objekte. Immer diese Lappen. Das ist aus Cheech and Chong, aus einem Cheech and Chong-Film. Überall diese Lappen. So. Da sitzen sie im Auto in der Waschanlage total zugekifft und sind voll fix und fertig, dass überall um sie herum diese Lappen das Auto putzen. Überall diese Lappen. Ich habe mich fast totgelacht. So. Okay, das wäre also möglich. Na dann mal weiter. Ich glaube, wir müssen hier noch mal ein bisschen Erde aufhäufeln. Mit die ultimative Aufhäufelung. Zurück zu dem Gedöns. So, dann kommen wir jetzt hier von der Straße runter und ich würde sagen, da machen wir jetzt eine ganz geschmeidige Kurve gleich. Hier gehen wir mal noch bis zum Ende dieser Gegend hier. Sehr schön. Und ich glaube auch, wir bleiben hier oben. Wir könnten dann ja sogar später hier drunter dann Wasser auch verlaufen lassen. So, ich hoffe, jetzt kommt hier und der Zug nicht so in die Quere. Den werden wir natürlich auch noch mal so ein bisschen verändern. Das wird tatsächlich angezeigt. Ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier müssen wir jetzt drauf treffen. Möglichst in der Mitte. Sieht ja komisch aus. Das sieht ja noch komischer aus. Sieht nicht gut aus. Och nö. Na gut, ich werde mal jetzt hier eine Straßenbahn reinbauen, weil jetzt können wir erst sehen, wie die Schienen verlaufen. Sieht aber nicht sehr gut aus. Wir müssen also von hier aus anfangen. Ansonsten, die Rampe an sich sah ja schon mal nicht schlecht aus. Weg damit. Vielleicht müssen wir doch hier so in der Mitte anfangen. Jetzt hat sich da aber ein ganz, ganz eigenartiger Dings gebildet. Was ich auch sagen muss, es ist manchmal wirklich schwer hier so eine zwei Wege schön zu verbinden. Also oft hat es dann doch so einen ganz kleinen Knick drin oder so, obwohl in dem Fall ist es eigentlich ganz gut geworden. Ja, was ist das denn jetzt hier? Komischer Bürgersteig.
Und diese Zebrastreifen. Also das ist auch eine Katastrophe. Und da habe ich mich ja zum Anfang schon aufgeregt drüber. Aber okay, wir wollen uns jetzt nicht weiter aufregen. Wir wollen einfach weiterbauen. Und da müssen wir später mal entscheiden, ob das wirklich eine Katastrophe ist. So, wir gehen jetzt hier überall lang mit Straßenbahnschienen in zwei Richtungen. Wunderbar. Was sagt die Stadt? Die spinnt ja wohl. Also wir werden dieses Anti-Müll-Gebiet werden wir noch viel weiter jetzt vergrößern. Also so kann das nicht weitergehen. Ich habe das schon ein bisschen vergrößert. Aber rein theoretisch... müssen jetzt alle Gebiete, die wir jetzt so weit wie wir es vergrößern, müssen eigentlich... Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein neues Gebiet oder was? Ja, ein neues Gebiet. So, wir beziehen also auch noch diese Straße hier mit ein. Gehen hier komplett bis nach hier hinten. Die sollen endlich aufhören, hier so viel Müll zu produzieren. Kann ja wohl nicht sein. So, und wir werden währenddessen mal weiter anpflanzen. Jetzt können wir uns mal die Ecke angucken. Also hier haben sich gleich ein paar größere Häuser gebildet. Mit einer kleinen Parkanlage hier hinten. Das zeigt uns, warum hatten sich hier jetzt schon wieder so ein dickes gebaut? Und hier auch. Die spinnen ja wohl. Hier vorne haben sie aber anständig gebaut. Okay, das zeigt uns auf jeden Fall, dass das nicht schlecht war, dass wir das gemacht haben. Und ich würde sagen, wir wollen davon jetzt hier vorne auch noch eine Reihe haben. Es ist auch so, wann haben wir denn das Ding hier endlich mal freigeschaltet? Wo ist es überhaupt hin? Das hier ist falsch. Hier, 8500. Fehlt anscheinend noch eine ganze Menge. Schalten das Gedöns aus. Sehr interessant. Ein riesiges Einkaufszentrum, sage ich mal. Naja, wir können ja mal reinzoomen. Jo, das ist doch nach hier irgendwie, keine Ahnung, H&M, C&A. Da ist es.
So, dann lassen wir die sich erstmal hier eingewöhnen. Die brauchen auch echt ewig, bis die mal irgendwo ankommen. Alles zugeparkt hier. Jede Menge bunte Häuschen. Genau. Jetzt kann man jedes zweite Feld sowas hinbauen und danach die Straßen wieder wegnehmen. Dann hat man hier eine richtig lustige Straße geschaffen. Wo hier noch ein paar Autos parken können. Und hier stehen aber Bäumchen rum. So, also wir können uns später noch überlegen, ob wir das noch verändern. Ob wir uns vielleicht doch lieber ein anderes Gebäude dahin pflanzen. Dafür haben wir eigentlich genug Kohle. Man kann sich da leider nicht besonders gut angucken. Ja, wir hätten es auch. Ja, es kann sonst wohin theoretisch. Das war jetzt so eine spontane Idee. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal da. So, weiter geht's. Die Dinger reichen immer noch nicht. Ja, das sieht ja mal richtig schön aus. So, damit werde ich mal zum Ende kommen für heute. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge geschafft. Wir können uns hier drüben die Bäumchen nochmal anschauen, ob sie groß geworden sind. Immer noch nicht. Naja, die Fichten sind ziemlich klein. Na nu, habe ich hier gar keine Kiefern gepflanzt. Doch, die sind aber noch winzig. Also entweder die Bäumchen sind schon wieder am Neuwachsen oder sie sind noch nicht groß geworden. Ich würde sagen, sie sind tatsächlich noch nicht groß geworden. Schweinerei, aber schon ein bisschen größer als vorher. Sieht doch ganz nett aus, auf jeden Fall. Wie gesagt, mir sind die Berge ein bisschen zu hell alle. Ja, man kann hier so ein bisschen Struktur reinbringen. Aber okay, ich will mal nicht meckern. Es war jetzt schon wieder schönes Wetter. Wir können mal kurz hier rausschalten. Obwohl es September ist, also manchmal kommt es wirklich vor, dass hier auch einfach mal ein Jahr lang gutes Wetter ist. Ich habe eben noch Massen an Bäumen gepflanzt. Die sind noch winzig klein.
Also hier habe ich jetzt im Grunde genommen alles bepflanzt. Ich bin eben nochmal alles abgegangen. Es ist eine ganz schön riesige Ecke. Also das alles zu bepflanzen ist super viel Arbeit. Aber bis zur Autobahn hier vorne ist jetzt alles bepflanzt. Und dahinter haben wir natürlich auch schon eine Menge. Man sieht aber schon, hier wartet die nächste freie Ecke. Und hier vorne ist auch noch so eine fette Ecke. So, was ich eben rüpeligerweise gemacht habe. Der Friedhof hat Stress gemacht. Da habe ich ihn einfach abgerissen, neu gebaut. Und jetzt macht er keinen Stress mehr. Wir können noch mal reingucken. Nö. Also darauf scheint das Spiel wirklich ein bisschen aufgebaut zu sein. So, jetzt machen die wieder Stress hier. Alter Schwede. Gut, wir spielen aber auch auf Höchstgeschwindigkeit. Ich will es mal darauf schieben. Und darauf, dass wir hier noch wirklich mehr oder weniger im Early Access sind. Ich würde sogar behaupten, das ist noch ein bisschen mehr als Early Access. Es gab heute ein kleines Update. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus mit den Straßen von hier oben. Aber das war echt ein Mini-Update. Also ich denke mal, da war nichts Besonderes dabei. Gut, zu vielen Dingen bin ich nicht gekommen. Ich habe aber hier die Küste angepasst. So, dass man jetzt hier hinten schon das Ende der Stadt sehen kann. Hier habe ich auch schon Bäume gepflanzt. Hier werden wir keine weiteren Häuser mehr hinbauen. Wir haben jetzt also eigentlich nur noch diese kleine Ecke hier. Wir haben auch richtig krass die Straßenbahn verlegt. Eine Buslinie würde ich noch gern verlegen, so hier hinten lang. Oder dass die vielleicht hier auf den Berg auch rauf fährt. Gerade eben habe ich hier noch ein zusätzliches Straßenbahndepot reingebaut, weil das ist auch Wahnsinn. Da haben wir jetzt 4 Stück von. Es ist nicht weiter wild, ne? Hier steht auch eins rum, die kann man schon überall reinbauen. So, hier drüben fehlen auch noch ein paar Häuschen. Also ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir knallhart hier die letzten Häuser hinsetzen. Nochmal knallhart Bäume pflanzen. Für irgendwelche Feinheiten werden wir natürlich auch in der Stadt nochmal zurückkommen. Es ist auch theoretisch hier Platz für einen Flughafen, habe ich mal abgecheckt. Weiß ich nicht, brauchen wir aber eigentlich in der Stadt nicht. Ich denke auch nicht, dass ich jetzt sofort eine neue Stadt anfange. Also das war jetzt schon mega krass viel Arbeit. Ich denke mal, nach der Stadt brauche ich echt eine kleine Pause. In unserem kleinen Städtebausimulator. Wir können mal kurz gucken. Hier vorne haben sich die Häuser ein bisschen abgegradet. Das ist eine Ecke, die sieht ganz nett aus. Dahinter die Häuser machen aber nicht so richtig mit. Hier haben wir inzwischen richtig schöne Eckhäuser. Oh nö, da fängt es gleich an zu brennen. Damit hat sich das erledigt. Na los, das beobachten wir mal noch. So, hier fahren unsere beiden Straßenbahnen rum. Eine fährt hin, eine zurück. Ich habe gerade das Budget erhöht. Dabei habe ich aber nicht festgestellt, dass mehr Straßenbahnen zur Verfügung stehen, so wie im vorigen Teil. Also vielleicht ist das auch eine Sache, die noch nicht so ganz ins Spiel integriert ist. Ja, und vorhin habe ich das schon mal mitgekriegt, also ein Negativpunkt an diesen. Da kommt aber die Feuerwehr. Diesmal schafft sie es zu löschen. Vorhin hat sie es nicht geschafft. Und dann sind gleich mehrere Häuser abgebrannt. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Nachteil von diesen Fußgängerzonen. Hier haben wir überall Fußgängerzonen drin. Ich muss sagen, also das läuft erstaunlich gut, ne? Hier laufen echt auch relativ wenig Leute rum. Behaupte ich mal. Ich habe es aber jetzt auch nicht, also so gut wie gar nicht überprüft, aber man würde es ja sehen.
So, hier ist ein bisschen übertrieben, ne? Immer wenn Brand ist, alter Schwede, da kommen sie hier aus ihren Löchern, die Leichenwagen. Furchtbar. Furchtbar, da war ich ja im vorigen Teil so enttäuscht. Hier ist es jetzt gefühltermaßen nicht ganz so extrem. Vielleicht habe ich mich aber auch einfach dran gewöhnt. Hier steht unser neues Häuschen. Auch hier fehlen noch ein paar Bäumchen. Mal sehen, ob wir das beim nächsten Mal schaffen, hier knallhart alles voll zu pflanzen. Jo, das Riesenrad haben wir uns zumindest mal angeguckt, aber so richtig passen will das in unsere Stadt eigentlich nicht. Ich habe auch hier schon ein paar Bäumchen gepflanzt, also solche Ecken hier. Da werden wir keine Häuser hinpflanzen, da kommen einfach ein paar Bäumchen hin. Auch hier habe ich ein bisschen perfektioniert alles, damit es halbwegs in Ordnung aussieht. Das ist aber auch hier unsere Ekel-Ecke sozusagen. Das ist crazy hier mit dem Straßenverlegen, aber vielleicht lassen wir das einfach so, unsere verrückteste Straßenecke. Ja, hier wird eine riesen Freifläche noch übrig bleiben, aber auch hier habe ich so ein bisschen angepasst schon. Hier sind sogar auch ein paar Bäumchen. Und unsere Schienen sind richtig gut verlegt hier drüben. Ja, also beim nächsten Mal wartet noch diese Ecke auf uns. Hier ist haufenweise Schule angesagt. Wir können ja auch die hier nochmal upgraden. Alter Schwede, also die sind alle voll bis oben hin. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Schulen wir jetzt hier haben. Ne, hier sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier drüben haben wir noch ganz viele. 14, 15, 16, 17, 18. Ja, ich würde sagen, an die 25 Schulen oder so. 25 bis 30 Schulen. Das ist schon crazy, aber wir haben auch 225.000 Einwohner. Ja, das hier geht so langsam vor sich hin. Wir haben jetzt die Steuern auf Minimum. Wie gesagt, die Leute kriegen sogar Geld fürs Einziehen. Hat sich aber nicht großartig was geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie beschweren sich immer noch zu hohe Mieten. Auch damit kriegt man es nicht weg. Ich habe eben noch mal alle Häuser abgerissen, die Stress gemacht haben, aber da kommen immer wieder neue. So, was ich auch ein bisschen gehofft hatte durch Steuererleichterungen, dass irgendwie die ein bisschen schneller upgraden oder so, da tut sich aber wirklich gar nichts mehr. Da tut sich einfach mal nichts. Also auch da muss ich wirklich davon ausgehen, dass das noch ein Spielfehler ist. Was ich auch gemerkt habe, dass sich bei mir manche Erfolge nicht freischalten. Ne? Wir haben zum Beispiel hier schon lange das hier erreicht. Dafür gab es eigentlich einen Erfolg, der wurde nicht freigeschaltet. Ist jetzt nicht so wild, kenne ich auch aus anderen Spielen, dass das nicht sofort klappt oder so. Wollen wir mal schauen. Aber ich bin ja froh, dass es so schön funktioniert hier. Bei der Straße machen wir vielleicht noch irgendwie eine Kurve hier hinten oder so. Die könnten wir aber auch so lassen als Sackgasse. Also hier müssten schon noch ein paar Bäumchen hin. Das werden wir mal noch machen. Und dann mal schauen. Wie gesagt, wir werden immer wieder vorbeischauen. Die Ecke sieht eigentlich auch ganz nett aus. So, dann verabschieden wir uns mal für heute von unserer Mega-Monster-Stadt. Hier ist er. Hier vorne hat sie endlich ihr endgültiges Ende erreicht. Ich kann noch nicht sagen, was hier die beste Optik ist. Wir haben schon ein paar schöne Optiken gefunden. Was hier die neue beste Optik vielleicht ist, hier über unsere Schulen. Ja, von hier drüben sieht es ganz nett aus. Wenn das hier alles fertig ist, dann ist vielleicht von hier drüben ganz schön. Gut, aber damit werde ich mal Schluss machen für heute. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst es euch gut gehen. Gute Nacht.
und bis bald. Tschüss.